Servus. Wir zeigen euch heute vor MK Angelsport das Fortnox 2.0 Ghost in der Camo-Version. Das ist ein zweimal Angelzelt. Wenn ihr euch das bestellt, ist im Lieferumfang, haben wir natürlich das Zelt, die Bodenplane und die Zeltstangen, ein Hammer und die T-Zeltheringe. Und jetzt zeigen wir euch, wie man das Zelt aufbaut. Also als erstes ganz normal einfach ausrollen. Dann anfangen hier den kurzen reinstecken. Dann der Reihe nach einfach die Zeltstangen, die schon fest im Zelt sind, reinstecken. Zwei Spanngurte, kommt einer einmal vorne hin, einfach mit dem Karabiner einhängen und einer hinten ans Zelt. Am leichtesten ist es, die Stangen sind beschriftet. Ich fange immer von hinten an mit 4 und 3. 4 hat unten einen Erdspieß, ist quasi die unterste Stange. Zu den Stangen zum Spannen haben die hier einen Schnellspanner, kann man hier auch fester drehen, dass es noch fester hält, dann das Zelt spannen, zudrücken und das Teil hält bombenfest. Und dann sind noch zwei Stangen dabei, die sind auch beide mit 1 gekennzeichnet, die gehören dann hier an der Seite hin, damit das extra große Vorzelt auch schön gespannt ist. Also das Grundgerüst steht jetzt, jetzt können wir nur noch die Heringe rein, die Bodenplane und dann war es ja schon. Selber sehr begeistert, habe es jetzt auch gerade das erste Mal aufgestellt und das Camo finde ich richtig geil. Jetzt noch ein paar kleine Details. Man kann an der Tür und links und rechts kann man das Camo hochklappen, da ist fest drunter ein Moskitonetz vernäht. Wenn es regnet, kann man die Klarsicht-Wetterfront an die Tür hier bauen. Dann sieht man was raus, aber durch das verlängerte Vorzelt ist auch, wenn der Regen von oben kommt oder wenn es windstill ist, ist da eigentlich der Regenschutz super gegeben. Und sonst halt, wenn der Wind von vorne kommt, das Klarsichtfenster einbauen. Hinten am Zelt kann man auch noch zweimal Moskitonetze, also kann man es öffnen mit Moskitonetze, ist dann eine super Luftzirkulation. Wie bei jedem Zelt kennt man, man kann die Tür einfach komplett rausnehmen. Was richtig geil ist, man kann aber auch die ganze Front mit dem Reißverschluss rausnehmen, wenn es mal richtig warm ist im Sommer, und dann ist es einfach wie ein riesiger Schirm, liege drunter und ab geht's. Hinten am Zelt sind auch zwei Klappen nochmal mit Moskitonetze drunter. Hier ist einmal geöffnet und einmal geschlossen und ein Klettverschluss, und links und rechts sind Reißverschlüsse. Einfach für die Luftzirkulation, wenn es warm ist, dass ein bisschen Zug drinnen ist und dass sich die Hitze nicht im Zelt staut. Um euch das Ganze mal besser zu zeigen, haben wir jetzt einfach die Front mal hochgeklappt. Und zwar liegen reingestellt. Man sieht, man hat super Platz zu zweit. Auf beide Seiten sind hinten so Taschen, wo man noch ein bisschen was reinhängen kann. Man hat rechts von der Liege noch Platz, hinten am Kopfteil und hier natürlich im Fußbereich. Wenn man dann die Front noch vorklappt, die geht natürlich schräg nach vorne. Wirklich ein super Zelt. Mit der 10.000er Wassersäule auch bei starkem Regen wirklich ein super Unterstand. Das
Zelt jetzt wieder komplett eingepackt und für mich einer von den größten Vorteile ist, jeder kennt's, am Fischen, man mag heimfahren, man mag jetzt da nicht ewig nur rumscheißen. Die Tasche ist einfach wesentlich größer wie das Zelt. Es hat alles Platz und dann einfach nur Reißverschluss. Genau, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht dem einen oder anderen auch weitergeholfen bei seiner Entscheidung zum nächsten Zelt. Und ja, bleibt dran an unserem Kanal, da kommt noch mehr.